Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Der Sehtest. Peppa und Schorsch spielen mit Pedro Pony. Sie hüpfen in Matschepfützen. Pedro ist ausgerutscht. Seine Brille ist runtergefallen. Nee. Wo ist meine Brille geblieben? Ohne Brille kann Pedro nicht so gut sehen. Oh. Schorsch hat Pedros Brille gefunden. Oh. Dummer Schorsch. Hier ist sie wieder. Dankeschön. Pedro, warum trägst du eigentlich eine Brille? Ich brauche sie. Der Optiker hat das gesagt. Was ist ein Optiker? Mein Vater ist Optiker. Er guckt nach, ob du gut sehen kannst. Aber wie? Kann er in deinen Kopf schauen? Er macht einen Sehtest. Soll ich mal deine Augen testen? Ja, wir machen einen Sehtest. Wird gemacht. Hm, interessant. Mach ein Auge zu und sag, was du siehst. Ich sehe da Schorsch. Beide Augen bitte zumachen. Jetzt sehe ich gar kein bisschen mehr. Hm, gar kein bisschen mehr. Alles sehr interessant. Ich schätze, du brauchst eine Brille. Oh, wirklich? Ja. Pedro, wir fahren. Wiedersehen, Pedro. Nee. Wiedersehen. Mama, ich brauche eine Brille. Was? Pedro hat meine Augen getestet und ich brauche eine Brille. Ich glaube, deine Augen sind gut. Nein, Mama, wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich gar nichts sehen. Aber niemand kann sehen, wenn er die Augen geschlossen hat. Oh. Wer meint, er braucht einen Sehtest? Pedro weiß alles über Sehtests. Sein Vater ist Optiker. Abgemacht, Peppa. Wir gehen zum Optiker und du machst einen Sehtest. Gehen wir sofort? Schorsch, willst du auch einen Sehtest machen? Nein. Peppa ist beim Optiker. Nee. Der Optiker ist Herr Pony. Hallo, Peppa. Bitte nimm Platz. Und? Was kann ich für dich tun? Ich möchte bitte einen Sehtest machen. Aber gern. Setz diese Spezialbrille auf und dann schau auf die Tafel. Herr Pony testet Peppas Sehkraft. Kannst du mir bitte diese Buchstaben vorlesen? Ja, gern. A, B, C, D, E, F. Gut. Und jetzt die Zahlen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Und jetzt bitte diese Farben. Rot, grün, orange, blau, gelb, lila. Exzellent. Möchtest du ein paar Brillen anprobieren, solange ich den Test auswerte? Ja, gern. Was sagst du zu dieser hier, Peppa? Die ist witzig. Finde ich auch. Und was sagst du zu der? Die ist viel zu groß. Was ist mit dieser? Ui, die mag ich ganz doll, Mama. Ja, Peppa, du siehst fantastisch aus. Ich sehe fantastisch aus. Gute Neuigkeiten. Peppas Sehkraft ist bestens. Oh, also brauche ich gar keine Brille? Nein. Aber ich würde gerne eine Brille tragen. Oh, ich schlage vor, du nimmst einfach eine Sonnenbrille. Ja, eine Sonnenbrille. Hier, bitte sehr. Fantastisch. Die Sonne soll jetzt jeden Tag scheinen. Dann kann ich immer meine Sonnenbrille anziehen. Zelten. Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra!
Peppa, George, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so, Babyeier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar, die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Yippie! Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holzsammeln. Schorsch, ich heb die Stücke auf und du trägst sie dann. Stücke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauche ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort! Hurra! Babyeierleicht. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich hab da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Oh. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchgrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Es bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Was? Los, ihr Lieben, ab ins Zelt. Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlaf eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah. Ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen? Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa, ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz! Was? Dir ist nichts passiert. Hohoho, natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Hohoho, ich mag Zelten. Die Brieffreundin. Peppa und ihre Freunde sind in ihrer Spielgruppe. Kinder, wer von euch möchte einen Brieffreund? Ich! Was ist ein Brieffreund? Ein Brieffreund ist ein Mädchen oder Junge, mit dem ihr euch Briefe schreibt. Dieses Mädchen lebt in Frankreich. Sie heißt Elena Esel. Kann Elena Esel meine Brieffreundin sein? Natürlich, Peppa. Hurra! Es ist früh am Morgen. Herr Zebra, der Postbote, bringt die Post zu Peppas Haus. Post!
Peppa und Schorsch lieben es, wenn die Post kommt. Der ist für Fräulein Peppa Wutz. Das bin ich. Mama, kannst du ihn mir vorlesen? Natürlich. Er ist von Elena Esel. Meine Brieffreundin. Was schreibt sie denn? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, warum sagst du so komische Wörter? Das ist Französisch, Peppa. Es heißt Hallo, wie geht es dir? Und was schreibt sie noch? Ich helfe mal. J'aime les princesses et joue avec mes amis. Kluger Papa. Ich bin Französisch-Experte. Und was bedeutet das? Papa Wutz putzt seine Brille, damit er den Brief besser lesen kann. Da steht gar nichts. Nur Unsinn. Es heißt, ich liebe Prinzessinnen und spiele gerne mit meinen Freunden. Genau das wollte ich sagen. Ich möchte Französisch sprechen. Vielleicht kannst du ja mit Elena Esel reden. Wie denn? Ihre Telefonnummer steht hier auf dem Brief. Yippie! Bonjour, est-il possible que Peppa parle à Elena? Mama Wutz fragt, ob Peppa mit Elena sprechen kann. Hallo. Bonjour. Bonjour. Was soll ich jetzt sagen? Comment ça va? Comment ça va? Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Was hat sie gesagt? Das war Französisch. Bonjour, Georges. Comment ça va? Peppa fragt, wie geht es dir auf Französisch? Sausia. Nein, Georges, so spricht man kein Französisch. Es ist morgen und der Zebra, der Postbote, bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Hurra! Gibst du mir meinen Brief von Elena, bitte? Tut mir leid, Peppa. Kein Brief für dich dabei heute. Oh. Wer könnte das wohl sein? Bonjour, ich bin Elena Esel. Ich möchte Peppa besuchen. Es ist Elena! Bonjour! Bonjour, Peppa. Ihr seid meine Mama und Papa und mein Bruder Emil. Bonjour! Das sind meine Mama und Papa und mein kleiner Bruder Schorsch. Guten Tag! Sausia! Dragon! Sprechen Sie Französisch, Herr Wutz? Ich bin Französisch-Experte. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Ja. Elena, wir können hier herumspringen. In Matschepfützen. Elena versteht Peppa nicht. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa versteht Elena nicht. Alles ist so anders in Französisch, Papa. Komm schon, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Aha, das wollte ich ja dir gerade zeigen. Bei uns heißt das, in Matschepfützen herumzuspringen. J'adore, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle auf der ganzen Welt lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen.